bin der Nico. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Mechatroniker, bin ins zweite Lehrjahr gekommen, frisch hier bei der Schunk Group. Ich arbeite gerade an Steuerungstechnik für pneumatische Anlagen. Zu Beginn der Ausbildung haben wir erstmal gelernt, mit handgeführten Werkzeugen Metall zu bearbeiten. Ging dann auch weiter über Bohrmaschinen, später über Maschinenlehrgänge an Dreh- und Fräsmaschinen. Und auch weiter die Metallbearbeitung gelernt. Gleichzeitig aber auch angefangen mit der Elektrotechnik. Ich werde Mechatroniker, muss ja beides beherrschen. Zuerst haben wir für Hausschaltungen die Theorie und auch Praxis durchgeführt, Lichtschalter und ähnliches anschließen. Und dann ging es weiter mit Relaisschaltung, wie sie hier jetzt sieht, auch weiter mit Schützen. Und in Zukunft kommt dann noch die SPS-Programmierung, da freue ich mich auch schon drauf. Das ist eine modernere Art und Weise, das zu machen. Die Schunk Group kann ich als Ausbildungsbetrieb sehr weiterempfehlen. Mir gefällt das Betriebsklima, die Ausbilder und Kollegen sind nett. Also bewerbt euch! Hallo, ich bin Florian Kranz. Ich bin 18 Jahre und mache eine Ausbildung als Zerspannungsmechaniker bei der Firma Schunk. Momentan bin ich im dritten Ausbildungsjahr an der CNC-Drehmaschine. Im ersten Ausbildungsjahr lernt man das Arbeiten mit handgeführten Werkzeugen, wie zum Beispiel Feilen, Sägen und Körnen. Im zweiten Lehrjahr kommt man dann in die konventionellen Drehmaschinen und Fräsmaschinen, worüber man dann auch seine Zwischenprüfung macht. Jetzt im dritten Ausbildungsjahr kommen wir dann an die CNC-Fräsen- und Drehmaschinen, worüber wir dann auch unsere Abschlussprüfung machen. Warum ich die Firma Schunk empfehlen würde, ist, weil man hier sehr gut aufgehoben ist, sehr dazulernen kann und auch keiner im Stich gelassen wird und das Arbeitsklima einfach perfekt ist. Mein Name ist Chris Lepper, ich bin 25 Jahre alt, mache aktuell ein duales Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt Vertrieb bei der Schunk Group. Zuvor habe ich eine Ausbildung zum Mechatroniker absolviert. In der Zeit lernt man halt viel über Metall- oder elektrische Bereiche. Das war auch das Ganze, was mich an dem Beruf gereizt hat, einfach ein möglichst großes Aufgabenspektrum zu haben. Ich komme auch aus der Umgebung, das heißt für mich auch sehr gut gelegen. Zumal zu Schunk jetzt, ist eine sehr große Firma, das heißt Schunk bietet auch sehr viele und gute Möglichkeiten, sich hier weiterzuentwickeln, begonnen bei der Grundlagenausbildung im Bereich Metall, weiterhin zur Grundlagenausbildung Elektronik mit Berechnung von verschiedenen Messgrößen oder sonstigem. Danach geht es dann auch Stück für Stück an verschiedene Maschinen und in die verschiedenen Bereiche hinein, wo man die Firma auch noch ein bisschen besser kennenlernt. In der ganzen Zeit wird man theoretisch als auch praktisch sehr gut betreut. Das heißt, man ist nicht nur im Unternehmen erfolgreich, sondern auch in der Schule. Es macht sehr viel Spaß, man kann es nur weiterempfehlen. Es ist wirklich eine sehr gute Mischung aus Theorie und Praxis. Das heißt, man ist nicht nur in der Schule oder im Betrieb, sondern wirklich in beiden gut eingesetzt. Und ich kann es nur jedem empfehlen, es macht wirklich sehr viel Spaß und man kann sehr viel mitnehmen. Hallo, ich bin Sabine. Ich bin im vierten und damit letzten Lehrjahr zur Werkzeugmechanikerin. Als Werkzeugmechaniker, da repariert und stellt man Stempel her, Werkzeuge für große Industriemaschinen. Bei uns in dem Fall sind das hauptsächlich Stempel für Sinterpressen. Am Anfang lerne ich wie alle anderen Auszubildenden der technischen Bereiche die Basics im Ausbildungszentrum. Und danach, so etwa ab Ende des zweiten Lehrjahres, gehe ich dann in den Werkzeugbau und lerne dort verschiedene Bereiche kennen, wie zum Beispiel das Drehen, Fräsen, aber auch Schleifen und Erodieren. Jetzt gerade bin ich beim Polieren. Dabei kommt es besonders auf Genauigkeit und Präzision an. Wenn du also besonders interessiert bist an technischen Berufen und gerne genau arbeitest, bist du hier genau richtig. Hallo, ich bin der Silas, ich bin 19 Jahre alt und mache hier die Ausbildung zum Industriemechaniker. Aktuell bin ich im zweiten Lehrjahr. Als Industriemechaniker ist man für die Instandhaltung und Wartung der Anlagen zuständig. Die Ausbildung begann mit einem Grundlehrgang, wobei man das Bohren, Sägen und Feilen gelernt hat. Danach sind wir zu den Lehrgängen im Drehen, Fräsen und Schweißen übergegangen. Zuletzt haben wir einen Einblick in die Pneumatik und Elektropneumatik erhalten. Aktuell schweißen und flexen wir ein Robotergestell für die SST in der Fertigung. Außerdem freue ich mich jetzt auf den nächsten CAD-Lehrgang mit Herrn Balser.
Besonders zeichnet sich Schunk dadurch aus, dass wir Mitarbeiter untereinander einfach ein gutes Verhältnis haben, freundlich sind zueinander und es gibt natürlich auch die tariflichen Vorteile hier. Deshalb bewerbt euch und wir sehen uns dann hoffentlich nächstes Jahr. Ich bin der Finn, ich bin 17 Jahre alt und mache hier bei Schunk meine Ausbildung als Entspannungsmechaniker und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Am Anfang haben wir hier bei Schunk viel mit handwerklichen Werkzeugen gearbeitet. Später sind wir dann an die Projektarbeit gekommen. Projektarbeit heißt quasi, dass wir verschiedene Stücke erstellen, die dann am Ende zusammenbauen, zusammenschrauben. Daraus dann ein ganzes Stück entsteht, wie zum Beispiel, was ich jetzt gerade mache, eine Kanone. Wir gehen auch einmal die Woche in die Berufsschule, das ist freitags. Und einmal im Monat haben wir dann noch einen Zusatztag. Den haben wir immer donnerstags. Warum ich die Ausbildung bei Schunk empfehlen würde, ist, dass wir hier Ausbilder haben, die auf einen aufpassen, nett sind, man sich auch mal mit denen unterhalten kann. Nette Mitarbeiter und große Werkstatt, es macht auch Spaß hier. Und ja, Ausbildung bei Schunk kann ich nur empfehlen. Hallo. Ich bin der Jonas und ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann. Bei Schunk bin ich seit 2015. Ich habe erst eine gewerbliche Ausbildung angefangen zum Industriemechaniker. Die musste ich dann gesundheitlich leider abbrechen und bin dann gewechselt auf den kaufmännischen Bereich. Ich kenne beide Seiten und habe von beidem was mitgenommen, aber von der kaufmännischen Ausbildung natürlich ein bisschen mehr. Also bei Schunk, die Ausbildung ist sehr vielseitig, weil wir halt nahezu jede Abteilung durchlaufen. Also es geht von Buchhaltung, Controlling über Einkauf, Vertrieb, IT bis hin zu Personalabteilung oder Marketing. Also da ist alles bunt gemischt dabei. Man kriegt auch direkt viele Aufgaben, die man selbstständig bearbeiten kann. Und man wird sehr viel an die Hand genommen am Anfang, kriegt alles schön erklärt. Die Leute sind super nett. Ja, man wird sehr schnell immer ins Team integriert. Und das Gute ist halt auch, dass man am Ende sieht, wie diese ganzen Abteilungen miteinander zusammenhängen und sich so der Kreis schließt, also von Bestellungen über am Ende wieder rausschicken und die ganzen Sachen noch produzieren. Also die Ausbildung bei Schunk, die bietet schon sehr viel, aber dementsprechend wird halt von Schunk auch einiges erwartet, also dass zum Beispiel die Schulnoten stimmen oder dass man seine Arbeit immer ordentlich macht. Aber trotz allem sind die Leute immer super nett und auch bei Fehlern haben die Leute da vollstes Verständnis. Seit kurzem bin ich jetzt auch fertig mit der Ausbildung. Und ich bin jetzt im Versand gelandet als Versandabwickler und habe auch da ein klasse Team erwischt. Also die Arbeit macht Spaß und es ist sehr witzig. Und ja, von daher würde ich sagen, alles richtig gemacht.